Herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 mit Aresu. Ich bin Aresu und kurz vorm Verzweifeln. Wir sind dabei, eine Fabrik anzugreifen und es läuft nicht gut. Wir haben einen Toten, zwei Leute waren die ganze Zeit in Panik. Ich meine, inzwischen geht es ihnen besser, aber... Okay, den hacken wir ein klein bisschen an. Danach haben wir hier noch einen Codex mehr, das ist nicht so schön. Aber danach können wir eventuell einen davon auch erledigen direkt. Okay, den jetzt nicht unbedingt. Toll. Aftermath. Guck wohl, doch, den kriegen wir doch, ne? Vielleicht auch nicht. Okay, wie sieht's mit dir aus? 62% Chance. Wie sieht's mit dir aus? 62% für den. Okay, wir gucken mal, ob wir hier was flankiert bekommen. Wir gehen hier hin. Da müssten wir den eigentlich flankiert haben. Oder auch nicht. Und... Gut, Codex 1 erledigt. Sind noch zwei übrig. Okay, haben wir noch irgendjemand anderen, der was machen kann? Ne, dann nehmen wir sicherheitshalber die Granate. Ist ein bisschen doof, weil wir jetzt nur noch die eine dann haben. Allerdings, also, weil wir dann mit ihm keine mehr haben, aber also nur noch mit anderen Leuten was haben. So. Yay, eine Beförderung. Und der nächste Codex wird jetzt wahrscheinlich hochteleportieren. Und... Oh, nur Waffendeaktivierung, das ist gut. Aftermath hätte sowieso mal nachladen müssen, das ist in Ordnung. Geh mal hier hin. Und... Ja, nachladen. Wirklich viel Wahl haben wir ja nicht. So, Stil. Hack mal bitte auf den ein. Zu wenig. Betäubt? Oh, cool. Der kann sich nicht lohnen, wenn er betäubt wurde. Das ist gut zu wissen. Den kriegen wir von hier aus nicht, oder? Sieht nicht gut aus. Ich hoffe, dass wir von hier aus schießen können und direkt den flankieren. Wir können schießen, flankieren aber nicht. Naja, eigentlich gerade nicht, aber kommt noch. 30% Chance. Gut, gehen wir mal hier hin. Dürfte es nicht unbedingt erhöhen, aber... Na, 33%. Yay. Daneben. War zu erwarten. So, Gemma. Geh mal hier hin. Ne, nicht in Reichweite, dann lädst du nach. Der kann jetzt wieder schießen, was nicht so schön ist. Weil er nur für 0 Runden betäubt war. Aber... Oh Gott. Oh, er rennt weg. Na gut, aber schießen kann er trotzdem. Und das wird unschön. Oh, daneben, cool. Dann können wir ihn jetzt zerhacken. Ich hoffe, dass wir nicht so viele weitere Gegner hier haben. So, Stil, zerhacke bitte. Und zwar von hier, da hast du eine schöne weitere Deckung. Erledigt. Feind am Boden. Unerbittlich, das ist schön, brauchen wir aber gerade nicht, danke. Du gehst hier hin. Okay, nicht zu sehen. Nachladen.
Bisher läuft's gar nicht so schlecht, wie es in den ersten Sekunden anzunehmen war. Also die Säure zum Beispiel scheint wirklich nur zu schaden, wenn man drin steht. Das ist gut. Okay, du gehst den einen Schritt vorwärts und lädst nach. Gemma läuft hier in die volle Deckung. Und das war's. Gut, dann Zugende. Wir scheinen keine Alien-Bewegung gerade gehabt zu haben. Könnte darauf hindeuten, dass wir keine Aliens mehr haben. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Okay, wir haben mindestens noch Geschütze. Das ist nicht so schön. Aber wir haben auch das Brot. Oh, verdammt, die haben uns gesehen. Gemma ist. Ah, okay. Gemma ist in der Lage, das Übernahmeprotokoll zu aktivieren. Ich dachte, ich wäre mit dem eventuell schon zu weit gelaufen. Ja, danke. Okay, dann können wir jetzt darauf auch schießen. Ich habe gehört, durch die Kommentare, dass die Geschütze direkt zerstört werden können, indem man die einfach vom Sockel schießt, also indem man die Gra indem man eine Granate nach unten reinwirft, also den Boden wegsprengt. Die bekommen dann keinen Fallschaden, sondern die gehen direkt kaputt. Was auch irgendwie Fallschaden ist. Okay, geh mal hier hin. Wir wissen nicht, ob da von rechts noch was kommt. Deswegen sind wir etwas vorsichtiger. Daneben. Das sich nicht bewegende Geschütz. Na gut, ich meine, es zappelt hier gerade in der Animation rum, aber an sich sollte nicht. Okay, du zuerst. Wir wollen ja auch zerschreddern. Eine Rüstung zerschreddert, sehr gut. Du gehst hier hin. Weiterhin keine mobilen Gegner zu sehen. Steht immer noch, aber nicht mehr lange. Und ist noch eine Runde betäubt, also scheint bisher alles in Ordnung zu sein. Stil. Okay, du gehst hier hin und schießt von hier. Okay, das Geschütz ist erledigt. Super schweres Geschütz. Schweres Geschütz war wohl zu unspektakulär. Okay, wir gehen doch hier hin. Ich dachte, ich könnte bis dort zum Baum laufen. Deswegen habe ich da frei gemacht. Ja, und Feuerschutz alle. Okay. Wen können wir nach unten schicken, um zu spähen? Wir haben niemanden, auf den wir wirklich verzichten können. Das ist ein bisschen doof. Okay, geh mal dahin. Wir sind sehr vorsichtig mal. Du gehst dorthin. Du gehst hier hin. Position bestätigt. Und du gehst dahin. Und du lädst mal nach. Let's do this.
Du lädst. Moment, wie viele haben wir noch? Aftermath kann auf Pistolenfeuerschutz gehen. Steel kann auf Feuerschutz gehen. Okay, dann kann Gemma mal nachladen. Und wie sieht's mit unserem Speer unten aus? Kim Daniels sollte auch mal nachladen. Gut, und alle auf Feuerschutz. Wo ist denn da? Lauf mal zuerst hier hin. Okay, das ist nicht so schön. Und 50% Chance, 6. Alles etwas unschön. Okay, wir entfernen mal die Wand. Dann dürften die von oben gut treffen können. Außerdem zerschreddern wir die Rüstung von dem da. Hallo! Männer 1-5, Sie sind bei der Zielposition. Sind wir das? Okay, du schießt bitte auf den. Erledigt, sehr gut. Und hoffen wir, dass es trifft, trotz der ganzen Negativmodifikatoren. Die ich mir auch mal ein bisschen genauer angucken sollte wieder. Ich vernachlässige die in letzter Zeit total. Und sehr gut, erledigt. Ziel neutralisiert. Und eine Beförderung für Steel. Oh, cool. Und wir können ihn mal hier runterbringen in die volle Deckung. Jetzt war unerbittlich gerade gut. Gemma bleibt hier in der Deckung und geht auf Feuerschutz. Los, komm raus. Feuerfedern. Okay, das ist ganz gut. Die Frage ist, warum kommt kein Feuerschutz? Warum wird das nicht aktiviert? Der ist definitiv hier gerade rausgekommen. Okay, erst einmal läufst du hier hin. Und Schuss. Das hat doch eindeutig getroffen, ich hab's doch gesehen. Doch, das war close. Das war closer als close. Ja, da können wir leider nur mit der Pistole feuern. Yay! 2 Schaden. Wir brauchen echt die besseren Pistolen. Dafür haben wir einen Kampfrausch gebracht, toll. Ah ja, okay, klar. Der, ich dachte jetzt gerade, das wäre schon außerhalb der Grenze. Ist aber nicht so. 51% Chance. Yay. Wie kann man so viel daneben schießen? Ich meine, der schießt ja jetzt schon extra 1000 Mal. Und endlich ein Treffer. Noch mehr Kampfrausch? Wie viel Kampfrausch kann man denn haben? Du gehst mal hier hin. Und mit ganz viel Glück ist er erledigt. Haben wir aber nicht. Das ist schade. Und jetzt wird hier ein bisschen weit abgerodet. Und Nahkampf, Fragezeichen? Au. Au, 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 au. 8 Schaden. Au. Das Gute ist, jetzt steht er direkt vor uns. Und wir können ganz genau zielen. Und sogar treffen.
Keine Ahnung, wie viele das waren. Ein Illyrium-Kern, das ist doch schön. Für eine experimentelle Rüstung zum Beispiel. Ja, hier fehlt irgendwie die Deckung, die wir früher noch hatten. Also, da zeigt er uns das obere an. Ja, das obere interessiert uns jetzt aber gerade nicht so. Oder? Moment mal. Achso, nee. Okay, das. Gut, dann gehen wir da in die Deckung. Und Stil geht hier hin. Und lädt mal nach. Waffe geladen. Aftermath. Ja, ja, alle, die jetzt noch da sind, Feuerschutz. Die sind hier bereit zum Rückzug. Oh nein. Menes 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Okay, kein Problem. Das bedeutet, die anderen sind erledigt alle, ne? Platzieren. Reicht dir eine Ladung? Ich hoffe, ich muss das nicht an strategisch wichtigen Positionen in der Fabrik erledigen. Bestätigt. X4 Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Gut, der Evakuierungspunkt ist hier, ne? Da kommen aber nicht die Leute von oben hin. Okay, wo kommen denn alle hin? Da kommen sie hin. Da kommen sie hin. Da kommen sie hin. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Nur unser Bombenleger dürfte da Probleme haben. Tja, muss dann wohl im nächsten Zug wegrennen. Hoffen wir, dass das klappt. Ich meine, volle Deckung haben wir. Bin unterwegs. So, da nämlich. Eine volle Deckung. Verstärkung nähern sich. Ganz, ganz schnell. Und los, los, los. An sich lief es gar nicht so schlimm jetzt. Ich meine, wir haben immerhin eine Person sogar, die komplett unverwundet ist. Eine Person, die nur vom letzten Gegner noch ein bisschen verwundet wurde. Ja, Moment. Erst einmal alle evakuieren, die gerade evakuieren können. Damit der Platz hier frei ist. Und... Oh, hätte auch dahin laufen können. Okay. Und Evakuierung bitte. Ich meine, wenn sie rauskommen, dürften sie eigentlich noch keinen Schaden machen dürfen. Die werden ja immer erst aktiviert und dann dürfen sie angreifen in der nächsten Runde. Ja, wir werden die nicht alle jetzt bekämpfen noch. Wenn sie jetzt alle auf Feuerschutz gehen, dann habe ich ein Problem. Und gut, kein Feuerschutz, das ist schön. Tja, dann tschüss, Leute. Errungenschaft freigeschaltet, Abrisskommando, yay! Ich werde jetzt mal nicht nachgucken, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo für es ist. Sehr gut, wir haben noch nicht verloren. 12 von 15 Gegnern erledigt. Verwundete Soldaten 4, einen haben wir verloren. Wertung gut. Ja, okay. 20 Runden haben wir benötigt, okay. Ist in Ordnung. Ich finde es ja schön, wenn wir Missionen haben, bei denen es kein Zeitlimit gibt. Das stört mich immer ein bisschen, damit komme ich nicht gut klar. Durchschnittlicher Deckungsbonus, neuer Rekord, cool. Ich frage mich, ob man da 100 erreichen kann.
Ich meine, wenn er erst ab der, also nach der Bewegung zählt, nach der ersten und man eine gute Map erwischt, dann könnte man theoretisch wirklich die ganze Zeit in voller Deckung bleiben, vielleicht. Ganz sinnvoll wäre es auch, das einfach nur zu zählen, wenn man angegriffen wird. Gut, Private Erickson ist gefallen. Sehr schade. Leutnant Romanos ist verwundet. Rekrut Daniels ist jetzt kein Rekrut mehr, aber dafür schwer verwundet. Ein weiterer Scharfschütze, okay. Ich überlege da auf Revolverheld zu gehen, allerdings fehlen uns da auch noch die Pistolen. Captain Ru, also Aftermath, ist verwundet. Corporal Bose ist verwundet, allerdings auch ein bisschen stärker jetzt. So. Sprengschuss. Schieße einen Kugelhagel auf die Deckung des Ziels, um sie stark zu beschädigen oder zu zerstören. Fügt dem Ziel selbst keinen Schaden zu. Könnte ganz gut sein. Unterstützungsfeuer reduziert die Zielsicherheit. Wir nehmen Sprengschuss mal. Deckung kaputt machen ist eigentlich ganz gut. Und Steel ist jetzt kein Major mehr, sondern Colonel, das Höchste. Schnellfeuer, feuere zweimal nacheinander auf einen Gegner. Jeder Schuss unterliegt einem Zielsicherheitsabzug von 15. Diese Fähigkeit unterliegt keiner Abklingzeit. Oh, cool. Und Sensenmann. Ein vernichtender Kettennahkampfangriff, dessen erster Nahkampfangriff nicht verfehlen kann. Für jeden Nahkampfkill im Sensenmann-Modus erhältst du eine zusätzliche Aktion. Jeder weitere Nahkampfangriff richtet jedoch weniger Schaden an. Ich meine, es wäre ziemlich cool zum Aufräumen. Ich würde damit sehr gerne rumspielen. Besonders in Kombination. Also das wäre in Kombination mit Kanonieren ganz gut. Die schießen die Leute runter und dann kommt man rein und erledigt alle nacheinander. Ne, wir nehmen Schnellfeuer. So, ein Codex-Gehirn und einen Illyrium-Kern haben wir bekommen, dadurch, dass wir wegrennen mussten, bevor wir die letzte Verstärkung dort erledigt haben. Ja, dadurch haben wir auf jeden Fall nicht die neuen Forschungen freigeschaltet, die mich durchaus interessiert hätten. Ich würde gern wissen, was das für ein Ding in der ersten Folge war. Also in der letzten. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung in Neuarktis hat den Bemühungen der Aliens bezüglich ihres Avatar-Projekts einen empfindlichen Schlag versetzt, Commander. Ihre heutigen Taten lassen keinen Zweifel daran, wie entschlossen die Menschheit ist, die Kontrolle über die Erde zurückzuerlangen. Avatar-Fortschritt um 1 reduziert. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Colonel Stefan Stierleng ist nicht mehr erschüttert. Ich wusste gar nicht, dass er erschüttert ist. Aber es wäre schon, also es ist schon irgendwie verständlich, dass das mal war. Wir haben nur 15 Info. Jetzt sehen wir noch die Animation für die Reduzierung des Avatar-Projekts. Sehr schön. Vorratslieferung verfügbar, können wir sehr gut gebrauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Infos. Braucht nur leider so verdammt ewig, Infos einzuholen. Wir haben an dieser Position alle Ressourcen eingesammelt. Der Widerstand sollte uns in ein paar Wochen weitere Vorräte liefern können. Neues Personal verfügbar. Ignorieren wir erstmal. Ich bezweifle, dass wir dafür genug Geld haben. Tja, aber wirklich viel anderes können wir gar nicht machen, ne? Plus 117 Vorräte. Oh, das wäre toll. Aber wir gucken uns erst einmal an, was wir jetzt gerade noch so herstellen können, falls wir irgendwas herstellen können gerade. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gute Frage. Ja, Splitterkanone, Magnetpistole. Wir brauchen die besseren Dinge. Strahlenkanone zum Beispiel. Da fehlen uns 8 Vorräte und 20 Legierungen brauchen wir. Also 11 Legierungen fehlen. Für die Fusionsklinge fehlen nur Legierungen. Und zwar nur eine.
Allerdings die Fusionsklinge, so gern ich sie hätte. Ja, die Strahlenkanone ist erstmal wichtiger. 250 Vorräte, 20 Alien-Legierungen. Ich wollte gerade zum Schwarzmarkt gehen, aber ich kann ja gar nicht. Wie mir einfällt. Ich mache langsam aber sicher Fortschritte, um unsere Ausrüstung mit der Alien-Technologie des Schiffs zu verbinden. Die meisten Primärsysteme bestehen jetzt aus einer Kombination aus unserer und ihrer Technologie. Ich hoffe, dass wir das Beste beider Welten benutzen können, um etwas völlig Neues zu schaffen, womit die Aliens nicht rechnen. Ich erwarte Ihre Befehle, Commander. Darf ich jetzt auch mal reden? Mensch, die NPCs reden mir zu viel. Ja, die Forschungen sind jetzt zu teuer. Wir können jetzt gerade nicht wirklich was machen. Wir können wirklich nur zum Widerstandshauptquartier mal gehen. Um Informationen zu sammeln. Ganz, ganz langsam. Aber damit können wir auch dann mal schnell nachgucken. Willkommen, Commander. Ja, Wissenschaftler und Ingenieur. Könnten wir beides wirklich gebrauchen, aber... aber? Also ja, aber wir haben einfach nicht genug Vorräte, um uns das wirklich leisten zu können. Moment mal, 6 Info. Ja, okay. Ich will mal nachgucken, die Schattenkammer, die wir jetzt eigentlich errichten sollten. Hier zum Beispiel könnte man eine bauen, nehme ich an. Nicht genügend Energie. Ermöglicht Taigen und Chen die Durchführung hochspezialisierter Projekte zur Entschlüsselung der wertvollsten Geheimnisse der Aliens. Klingt an sich ja sehr schön. 80 Vorräte für Energierelais. Sie kann man aufwerten. Kostet 80 Vorräte. Fügt dem Energierelais einen zusätzlichen Arbeitsplatz hinzu, um dort einen zusätzlichen Ingenieur unterbringen zu können. Erhöht die Ausgangsleistung des Energierelais erheblich. 20 Kristalle wollen die dafür. Oh, verdammt nochmal. Okay, und wenn ich jetzt theoretisch ein weiteres Energierelais bauen würde, das sind nur 80 Vorräte. Okay, dann machen wir das. So. Gut, ich würde sagen, nächste Folge versuchen wir hier weiter Informationen zu kriegen. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder einen Guerilla-Einsatz bekommen, schätze ich. Und dann wäre Ostafrika eben wieder unser Ziel. Von Ostafrika dann wahrscheinlich nach Westafrika. In Ostafrika werde ich wahrscheinlich ein Relais erstellen, damit wir Westafrika und Südafrika mit 30 Informationen jeweils kriegen. Ja, und dann müssen wir eben noch nach Westeuropa. Aber an sich, wir können relativ zuverlässig diese Fabriken zerstören. Natürlich, wir haben jemanden verloren und sollten da auf jeden Fall drauf aufpassen, dass wir das nicht dauernd machen. Aber an sich wird es besser. Naja. Ich hoffe wirklich, dass wir das mit der Kanone bald hinbekommen. Möglichst in der nächsten Folge, möglichst vor dem nächsten Einsatz. Weil das ist eben auch ein großer Schwachpunkt. Unsere Kanonenleute können eben nichts anderes jetzt machen. Also nichts anderes auswählen. Auch nicht das die Standardkanone. Na. Also die Standard. Das Standardgewehr. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt mal die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.